Am heutigen Ostersonntag begrüße ich Sie herzlich in der St. Jakobikirche in Göttingen. Wegen der Corona-Krise dürfen wir heute noch nicht wieder Gottesdienst mit großer Gemeinde feiern. Aber Ostern fällt deswegen nicht aus. Auch heute hören wir die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi. Ich lese aus dem Matthäusevangelium aus dem 28. Kapitel. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Und der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Auf die Klage, dass wegen Corona auch zu Ostern unsere Kirchen leer bleiben müssen, reagierte neulich jemand mit Humor. Kirchen leer? Na und, war das Grab doch auch? Natürlich, das ist provozierend. Schließlich gehört für uns zu dem Osterfest ein Gottesdienst mit Gesang, mit Wort und Sakrament zum höchsten christlichen Feiertag dazu. Aber was wir zu Ostern feiern, das geht nicht in unseren Kirchen auf, sondern die frohe Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi will sich Bahn brechen, gerade jetzt. Sie will nach draußen und will in die Herzen der Menschen. Ostern bewahrheitet sich letztlich außerhalb der Kirchenmauern. Der Gekreuzigte und Auferstandene will sich seinen Jüngern da zeigen, wo er ihnen auch zuvor begegnet ist, in der Gegend um den See Genezareth. Dort will er sich ihnen zeigen, wo er Kranke berührt und gesund gemacht hat, wo er sich zu den Ausgestoßenen an den Tisch gesetzt und Sündern vergeben hat. Christus will seinen Jüngern da begegnen,
wo er für die Armen das Wort ergriffen, uns Reichen den Weg durchs Nadelöhr gewiesen und den Enttäuschten neue Hoffnung gegeben hat. Kirchenleer? Na und, war das Grab ja auch. Die Botschaft von der Auferstehung durchbricht gerade jetzt die Mauern unserer Kirchen und öffnet sich nach draußen, wird öffentlich. Sie ereignet sich an den Krankenbetten und in den Pflegeheimen. Sie ereignet sich, wo Menschen miteinander Hoffnungslosigkeit aushalten, wo Einsame einen Gruß empfangen und Trauernden die Hand auf die Schulter gelegt wird. Ostern ereignet sich, wo verzweifelte Unternehmer einen Hoffnungsschimmer sehen. Ostern ereignet sich, wo Politiker Verantwortung übernehmen und Entscheidungen wagen. Ostern ereignet sich, wo wir jetzt erkennen, dass wir an unserem Lebensstil wirklich etwas ändern können, damit das Tempo unserer Zeit das Klima dieser Erde nicht noch mehr überhitzt. Wo das Sein dem Haben wieder vorgezogen wird und das Ich sich nach dem Du sehnt, um Wir zu sagen, da erwacht neues Leben. Der Corona-Pandemie auch nur irgendetwas Gutes anzudichten, wäre zynisch. Aber vielleicht lassen uns die zwangsläufig leeren Kirchen Ostern neu begreifen, so wie damals die Frauen das leere Grab. Die frohe Botschaft bricht sich Bahn, sie wird jetzt weitererzählt in den Familien und Freundeskreisen, in den Häusern und auf den Straßen. Und eines Tages werden wir auch in den Kirchen wieder Gottesdienst feiern, werden miteinander singen und beten und das Mahl der Versöhnung feiern. Wir werden Gott danken für die Erfahrung der Auferstehung mitten im Leben. Erfahrung, die uns die Verheißung auf die Auferstehung zum ewigen Leben neu beglaubigen. Wir werden der Hoffnung alte und zugleich neue Lieder singen. Christ ist erstanden von der Marter alle, des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Amen. Noch umgibt uns der Tod, aber du bist auferstanden, Christus. Du bist das Leben und nimmst dem Tod die Macht. Vergib uns, wo wir anderen in dieser Zeit etwas schuldig bleiben, an Worten oder Taten. Sei bei denen, die mit dem Tod ringen. Sei bei denen, die von Sorgen gelähmt sind. Sei bei den Einsamen, den Verzweifelten, den Geflüchteten. Du bist auferstanden und kommst mit deinem Leben in unsere Welt. Teile dein Leben mit allen, die sich für andere hingeben. Mit allen, die für dieses Leben kämpfen. Teile dein Leben mit denen, die uns lieb sind und nach denen wir uns sehnen. Du bist auferstanden, Christus, und hast den Tod besiegt, damit wir leben. Teile dein Leben mit uns und lass uns aufleben in diesen österlichen Tagen. Dies bitten wir dich. Denn du bist die Auferstehung und das Leben. Amen. Ich bete mit den Worten Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.